gut über 200 Meter liegt jetzt das Blei. Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute wieder die Wurfroute dabei und das kann nur eins bedeuten, wir wollen heute wieder auf maximale, rekordverdächtige Distanzen werfen. Seit dem letzten Video habe ich schon einiges trainiert. Ich habe ein bisschen an meiner Wurftechnik gefeilt, noch ein bisschen im Fitnessstudio gepumpt und wir gucken einfach mal, ob ich noch ein, zwei Meter mehr rausholen kann. Das letzte Mal habe ich knapp 200 Meter geschafft, aber es war noch nicht so hundertprozentig zufriedenstellend. Deswegen ja, will ich einfach gucken, was noch möglich ist. Nach dem letzten Video habt ihr uns auch immer wieder gefragt, was ist die maximale Distanz, die man werfen kann mit einem Rig. Deswegen werden wir auf jeden Fall heute auch mal die Route montieren, komplett mit einem Hakenköder und dann einfach auch mal abmessen und testen, wie weit komme ich. Und vielleicht können wir auch auf die Distanz heute einen Fisch fangen. Wir sind an einem schönen Weiher. Es ist super windig, aber es ist noch relativ warm. Heißt, die Fische sollten auf jeden Fall noch fressen. Ich baue jetzt erstmal die Rute auf, mache alles soweit fertig, werfe mich ein bisschen ein und dann gucken wir mal, wie viel Meter ich rausholen kann, was sich getan hat seit dem letzten Mal. Als allererstes muss ich jetzt hier den geflochtenen Leader noch montieren. Weil als Hauptschnur verwenden wir eine 0,30er Monofile und ja, damit könnte man natürlich niemals diese schweren Bleie auf maximale Distanzen transportieren. Da würde die Schnur wahrscheinlich beim Werfen sofort reißen. Deswegen verwende ich jetzt in dem Fall einen geflochtenen Leader. In einer normalen Angelsituation würde ich da einen Monoleader verwenden. Das kostet einen wahrscheinlich auch nochmal 5 bis 10 Meter Wurfdistanz. Aber wir wollen einfach mal gucken, was die maximale mögliche Distanz ist, nur mit einem Blei. Also das Equipment, was wir jetzt so verwenden, würde ich jetzt auch nicht unbedingt zum Angeln verwenden mit dem geflochtenen Leader, weil man da einfach eben komplett diesen Puffereffekt reduziert, gerade in der Endphase des Drills. Den würde ich dann austauschen mit einem Monoleader. So, ich mache jetzt einfach einen doppelten Schlaufenknoten. Da schlaufe ich mein Blei ein. 142 Gramm Distance Blei. Das war mit Abstand die beste Form das letzte Mal. 5 Unzen, 142 Gramm. Könnte noch ein bisschen schwerer sein für die Route. Habe ich auch noch welche dabei, aber jetzt starten wir erstmal ein bisschen leichter. Also, jetzt mache ich erstmal ein paar Aufwärmwürfe, die Schnur nass machen. Ohne Handschuh auch. Weil um mir nicht die Finger abzuschneiden am geflochtenen Leader, brauche ich auf jeden Fall dann später den Handschuh. Ich will jetzt erstmal ein bisschen die Schnur nass machen, das ist wichtig. Den guten alten, stinkigen BKK-Handschuh. Das hat schon einiges gesehen. Ich glaube, die ersten Würfe, die ich jetzt mache, auf volle Distanz, die müssen wir auch abklippen. Weil ich habe auch beim Training immer gemerkt, die ersten 3, 4 Würfe, da war immer der weiteste Wurf mit dabei, weil einfach nach denen meine Energie ein bisschen flöten geht. Also zählt es jetzt. Mal gucken, wie weit das 142 Gramm Blei fliegt. Falls das nicht ganz auf die 200 geht oder 210, das ist eigentlich das Ziel, so mein Ziel für heute, 210 Meter ohne Rig zu werfen, dann wechseln wir auf ein bisschen schwereres Blei noch. Bei einem leichten Seitenwind, was auch nicht fördernd ist. Aber wir wollen keine Ausreden. Wir müssen einfach ein bisschen stärker werfen. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich zu weit werfe in die Bäume rein da üben. Aber gut. Ah, der war zu flach. Der erste Wurf war nix. Gut, zweiter Versuch. War jetzt schon deutlich weiter. Also ich kurbel jetzt erstmal den Schnurbogen aus der Schnur, bis Spannung kommt. Zum Blei. Dann setze ich den Clip. Und dann messen wir jetzt mal, wie weit es war. Hat sich gut angefühlt, aber ich glaube, das ist so knapp 190 vielleicht, 195. 200 waren es nicht ganz. Mal gucken. Muss erstmal ein bisschen kurbeln jetzt. So verrückt, wie viel Schnur da außen ist. So, weil damit messen wir jetzt die Distanz ab. 3,65 Meter stehen die Sticks auseinander und jede Wicklung wird jetzt gezählt. Also das waren jetzt schon mal 2.
3, 4, 5. Wenn ich am Ende angelangt bin am Clip, dann kann ich mir ganz genau ausrechnen, wie weit ich geworfen habe. Also, 50 Reps waren es jetzt beim ersten Wurf auf Distanz mit 142 Gramm. Das sind knapp 182 Meter. Das ist die 13 Fuß 3,75 Lip Version der F40. Heißt, da ist noch viel, viel mehr möglich mit ein bisschen mehr Gewicht. Gerade auch bei dem Wind transportiert dieses leichte Gewicht trotzdem nicht die Schnur so weit. Also 8 Wicklungen mache ich jetzt noch oder 7 Wicklungen. Dann bin ich knapp bei 210 Metern, wenn ich den Clip treffe. Und das ist das Ziel für heute. Also 51, 57, da setze ich jetzt den Clip. Und ja, jetzt kann ich ganz genau sagen, wenn ich heute in den Clip werfe, dann habe ich mein Wurfziel auf jeden Fall erreicht und das Training hat sich bezahlt gemacht in den letzten Wochen. Ich glaube schon, dass es möglich ist. Ich muss jetzt auf jeden Fall schwerere Blei drauf machen. Aber so 180, 185 Meter sind auf jeden Fall ohne Rig mit der 13 Fuß möglich mit 142 Gramm. Aber da merkt man schon, dass einfach irgendwann die Energie fehlt, dass das Blei einfach nicht mehr schafft, noch mehr Schnur von der Rolle zu ziehen. Das ist natürlich auch einiges an Gewicht und Widerstand, dass das Ganze natürlich ordentlich ausbremst. Mich würde es mal interessieren, wenn man keine Schnur hinten am Blei hat und nur mit der Rute das Blei transportiert, wie weit das dann fliegen würde. Ein kleines Geschoss auf jeden Fall. Also, ich habe jetzt geswitcht von dem 142er auf das 156er. Bisschen schwerer, ne, 166 hat es. Kompaktes Blei, leider nicht gecoated, aber ist nicht schlimm. Vielleicht sogar ein bisschen glatter, weniger Wind- und Luftwiderstand. Keinen Swivel am Ende, aber das sollte auch passen. Mit dem Blei habe ich auch trainiert. Damit komme ich weit, das weiß ich. Mal gucken, wie weit. Nee, das war definitiv nicht der Clip. Der war guter Wurf, aber es fehlen noch so 10 Meter. 10, 15 Meter. Das waren jetzt 195, schätze ich. Jetzt ein bisschen mehr auf die Bewegung vom rechten Arm konzentrieren. Die habe ich jetzt ein bisschen vernachlässigt. Das ist das Gute, wenn man seinen Wurf filmt, weil dann weiß man immer ganz genau, was man auch falsch gemacht hat. Weil das Wichtigste, ein Fehler, den ich auch das letzte Mal noch gemacht habe, habe ich mir vom Weltmeister erklären lassen, ist, dass ich zu nah die Rute am Körper hatte und dadurch kriege ich nicht so diese maximale Kraft aus dem rechten Arm. Was ich jetzt für mich am besten, ist natürlich auch von Typ zu Typ ein bisschen anders herauskristallisiert hatte, ist, dass der Arm so auf halber Höhe ist. Linken Arm ziehe ich natürlich maximal nach unten, das ist klar, aber mit dem rechten auf halber Höhe dann in die Extension gehe, dass ich den komplett ausstrecke, um den Schwung reinzukriegen. Und dann ja, muss ich mich nur noch gut konzentrieren. Weil es ist nur eine Millisekunde. Wenn ich da irgendwas falsch mache, dann werfe ich schon mal 30 Meter weniger. Dann geht das auch. Ich höre das Blei gar nicht mehr aufkommen. So weit ist das. So, das war jetzt schon sehr, sehr nah dran, aber noch nicht perfekt. Ich habe jetzt nochmal die Distanz, wo das Blei nach unten hängt, um 10 cm verkürzt. Normalerweise lasse ich es immer bis hier baumeln, also bis zur Steckverbindung. Jetzt ein bisschen kürzer, weil ich das Gefühl habe, dass ich zwar viel Druck in die Rute bekomme, aber nicht schnell genug bin. Und mit ein bisschen weniger Distanz, dann habe ich nicht so einen langen Hebel, kriege das aber schneller beschleunigt. Und gucken wir mal, ob wir da die letzten 7, 8 Meter rausholen können, um den Clip zu treffen. Weil wenn man sich vorstellt, der Weltrekord oder der Rekord mit dieser Route liegt bei 270 Metern. 270 Meter sind dann nochmal 60 Meter mehr, als ich hier jetzt gerade versucht zu werfen. Und allein die 210 erscheinen mir fast als unmöglich. Unfassbar. Ich frage mal den Rekordhalter, ob wir am Ende meines Wurfes auf jeden Fall mal von ihm ein Video reinpacken können, wie das dann aussieht, wenn man auf 270 Meter wirft. Das ist auf jeden Fall verrückt.
Aber gut, jetzt werfen wir erstmal auf 210. Ah, hat wehgetan, ganz tief im Rücken. Nein. Es sind ein paar Meter. Ah, zu viel sogar, war weniger als vorher. Super, super tricky. Dass im Schlamm stecken bleibt, ist der Wahnsinn. Swing low like a gold-plated crucifix. Holy heart, hang Christ on a Cuban link. Do it my way, do it my way, blood in my... Gut, jetzt alles oder nix, sonst schaffe ich keinen Wurf mehr heute. Kraft geht mir aus. Das sind halt, keine Ahnung. Vier Meter. Vielleicht fünf. Aber geil, so nah dran zu sein. Ein noch, komm. Es muss jetzt klappen. Oh, der hat sich viel besser angefühlt. Viel, viel besser. Ja, das ist er, das ist er. Nein. Doch, naja. Es waren 108 Meter wahrscheinlich. 2 Meter haben mir noch gefehlt in den Clip. Natürlich entsteht auch ein gewisser Schnurbogen. Also 208, nicht 108. Aber der ist jetzt gar nicht ins Schlamm eingesunken. Ich glaube, ich habe einen Karpfen getroffen. Das ist einfach härterer Boden da hinten. Also der Wurf gerade war vom Gefühl her deutlich, deutlich besser. Ein paar Meter fehlen mir noch, 2, 3 Meter, aber die holen wir uns jetzt. Jetzt bin ich so ein bisschen in meine Routine drin, ist gut. Also, wir haben jetzt das Footage ein bisschen angeguckt und ich gehe auf jeden Fall zurück zu meiner alten Routine, dass der Arm zwar nah am Körper bleibt, aber ich den rechten Arm auch deutlich weiter ausstrecke. Also ich pushe mit maximaler Kraft den rechten Arm nach oben und mit dem linken ziehe ich so stark, wie ich kann. Das merke ich auf jeden Fall immer am Tag darauf in den Armen, vor allem am Ellenbogen, aber da komme ich einen Ticken weiter. Jetzt muss der Clip kommen, sonst wird das heute nichts mehr. Bisschen in den Bogen rein, aber den Clip getroffen auf 210 Metern. Natürlich liegt das Blei ein bisschen kürzer, weil natürlich viel Schnur noch in der Luft ist. Aber ich sag mal so, auf gut über 200 Meter liegt jetzt das Blei. Geil. Jetzt mache ich eine kurze Pause, drehe die Route raus. Oder Maxim hinter der Kamera darf mal die 200 Meter rausdrehen. Weil wenn man hier 5-mal geworfen hat, dann hat man schon mal einen Kilometer Schnur eingekurbelt. Was echt anstrengend wird mit der Zeit. Viel anstrengender als das Werfen selbst. Und jetzt wechsle ich den Leader von Geflecht auf Mono, mache einen kleinen Pop-Up drauf an dem Naked Shot Rig und dann gucken wir mal, wie weit wir mit 140 Gramm 14 mm Pop-Up frei an der Hauptschnur und mit 2 Stopperperlen fixiert werfen und angeln können in einer realistischen Situation. So, wir switchen jetzt schnell von dem dünnen Geflecht-Leader zu einem 060er Heavy Snag-Leader von Nash. Das Ganze ist natürlich sehr, sehr globig, aber einfach wichtig, wenn man auf, ja, Karpfen angelt, weil das ist einfach am Ende des Drills nochmal ein richtig guter Puffer zwischen Rute und Angler, beziehungsweise Rute und Fisch. Und dann verliert man deutlich weniger Fische als mit diesem, ja, geflochtenen Leader. Ich weiß, dass manche Leute auch mit Geflecht als Leader auch auf hohe Distanzen angeln und werfen, aber ich muss da auch immer ein bisschen an Fisch denken. Deswegen nur mit Mono-Leader angeln. Das ist einfach die sichere Variante. Knote ich jetzt schnell an, einen ganz einfachen Verbindungsknoten. Das ist alles schön klein und kompakt, das ist nur sehr wichtig, weil das flitzt natürlich super schnell durch die Ringe. Und wenn da was hängen bleibt, dann reißt auch definitiv die Schnur. Bei den Gewalten, die da herrschen, kann es natürlich passieren. Aber auch da, wenn ich den Leader auf die Rolle packe, dann mache ich wirklich nur ein paar Umwicklungen, dass gerade von dem dicken Material auf der Rolle sind. Also ich gucke hier. Jetzt kommt der Knoten, mache ich 1, 2, 3, das reicht dann schon. Länger muss der Leader nicht sein, weil desto länger der Leader ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass es halt auch irgendwo hängen bleibt.
Also so eine dicke monophile Schnur hat auch einen gewissen Memory-Effekt und die sind ein bisschen prädestiniert dazu, sich auch mal gerne um den Spitzenring zu wickeln. Gut, hier drauf kommt jetzt dann einfach eine Chodrick-Perle, also so ein Chodrick-Stopper. Der bremst dann letztendlich den Swivel, der hier frei auf der Schnur läuft. Und da ist so eine kleine Gummiperle nochmal on top drauf. Heißt, wenn man den Fisch mal verlieren sollte im Holz oder irgendwo abreißt oder ja, die Schnur gekappt wird, aus welchem Grund auch immer, dann kann sich trotzdem noch das Rig von der Hauptschnur lösen. Also das ist wichtig, dass man da auch immer sicher ist, beziehungsweise der Fisch sicher ist. Das fädeln wir jetzt einmal auf und dann testen wir mal, ob wir zumindest 150, 160 Metern mit Rig angeln können. Also, ich habe jetzt doch ein bisschen geswitcht in der Montage. Ich montiere jetzt ein langes Rig, weil hier im Weiher macht es auch irgendwie mehr Sinn. Vielleicht fangen wir noch einen Karpfen. Mit einem 12 mm Warfter, weil das ist der kleinstmögliche Widerstand an Ködern, den ich da hier einbringen kann. Das ist nur neun montieren gleich. Und ans Ende kommt jetzt hier das 140 Gramm Distance Blei, das wir irgendwo vorhin hingeworfen haben. So, als Hakenköder jetzt den kleinsten, den ich habe. 12 mm Warf da. Desto größer der Hakenköder natürlich wird, desto weniger kann man werfen, weil einfach der Luftwiderstand größer wird. Deswegen nehmen wir uns jetzt hier einen 12er, machen den direkt ans Rig. Das ist eine ganz normale Helikoptermontage jetzt. Es macht auf jeden Fall einen riesen Unterschied, wenn bei der Montage das Blei am Ende hängt. Ein Safety Clip System oder auch ein Inline Blei fliegt natürlich deutlich, deutlich kürzer. Deswegen lieber die Helikoptermontage. Da haben wir jetzt einmal die Stopperperle frei auf der Hauptschnur als erstes, also auf unserer Schlagschnur, ungefähr ja, 40 cm vom Blei entfernt. Dann habe ich einen Wirbel, da ist mein Rig montiert und dann am Ende eben ein kleines Stück Tube, um den Knoten vom Wirbel zu sichern und dann das Blei. Das Ganze, wenn es fliegt, fliegt natürlich dann so, dass das Blei vorausgeht, das Ganze hier klappt nach hinten auf die Hauptschnur. Und das bleibt sozusagen so ein bisschen im Windschatten auch vom Blei. Im Optimalfall rotiert der Köder nicht so viel. Also ein Schneemann ist da natürlich kontraproduktiv oder zwei Boilies übereinander, weil die einfach dafür sorgen, dass das alles rotiert. Und das kostet natürlich richtig Meter. Und das Ganze dann wieder absinkt, dann ist es natürlich auch nochmal ein Vorteil, gerade hier im schlammigen Gewässer, dass das das Blei einsinkt und das Rig ein bisschen nach oben pusht. Und ja, alles safe unten am Grund ankommt. Jetzt gucken wir mal. Ich mache einen kompletten Wurf, wo ich alles gebe, was ich jetzt noch habe an Energie, den klippen wir dann mal ab. Ich versuche auch die Absinkphase zu spüren, also ich bremse den Wurf auch aus und dann messen wir mal, wie weit ich gekommen bin. Mal gucken, wie weit ich schaffe mit einem ordentlichen Rig. So, mal gucken, wie das Ganze fliegt mit Rig. Oh, die Route lässt sich auf jeden Fall deutlich schlechter aufladen. Rig ist am Boden, Clip rein, dann messen wir mal. Das sind jetzt 42,5 Wicklungen, ungefähr 150, 153 Meter, was ziemlich weit ist. Vorhin konnte ich mit dem Blei 140 Gramm 185 Meter werfen mit dem geflochtenen Leader. Also man reduziert den Wurf deutlich, knapp 30 Meter. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ist natürlich klar, Windwiderstand wird höher. Das Blei wird nicht auf maximale Geschwindigkeiten gebracht durch den Monoleader. Nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall eine gute Distanz. In manchen Angelsituationen kann man die auch, wenn es die Situation natürlich hergibt, angeln. Man sollte da natürlich auch nur immer beachten, wenn man so dünne Hauptschnüre fischt, gerade dünnes monophile Schnur, dann sollte die nie dünner sein als 0,30. Weil gerade auf so hohen Distanzen kann natürlich irgendwo dazwischen immer ein Hindernis sein. Wenn der Fisch da reingeht, dann ist er auch natürlich schnell weg. Aber wenn es die Situation hergeht, man einen super klaren Baggersee hat mit null Struktur, dann kann man da schon 150 Meter, vielleicht sogar 160, wenn man noch ein größeres Blei dran macht, weit angeln. Ich mache jetzt den letzten Wurf auf maximale Distanz, weil wir wollen ja natürlich heute noch einen fangen, den kleinen zumindest. Auf den 12 mm Wurf, da sollte das hier im Weiher relativ schnell passieren. Hier vorne haben wir so eine Insel und die werfe ich jetzt mal an. Dann gucken wir mal, ob noch einer rausläuft.
Jetzt hätte ich fast drauf geworfen. Geben wir dem Ganzen eine Stunde. Ich denke, da sollte schon einer beißen. Dann geht's ab nach Hause. Gut. Ja, bei so einem Videodreh kann man nicht alles planen. 3 Stunden waren wir jetzt hier, haben noch auf einen Biss gehofft. Wir haben auch die zweite Rute noch reingeworfen. Aber auf den 12 mm Wurf da ohne PVA-Bag, ohne alles, haben auch die KFMY ja keinen Bock. Deswegen packen wir jetzt zusammen. Ich hoffe, das kurze Video hat euch gefallen. Ihr konntet vielleicht doch so den ein oder anderen Trick mitnehmen fürs weitere Werfen. Probiert das auf jeden Fall mal aus, dann noch ein paar Meter rauszuholen. Und ja, checkt auf jeden Fall die Videobeschreibung. Dort findet ihr alle Infos zu dem Gerät, was ich verwendet habe. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und da wird dann wieder richtig ordentlich geangelt und nicht nur geworfen. Bis dahin.